einwandfrei. Das ist deutlich besser dann immer. Gut, dann wollen wir doch mal einfach starten. Ich habe hier etwas Kleines vorbereitet für euch. Das mache ich mal kurz an, aber ich halte mich nicht lange an der Theorie auf. Ich habe euch ja versprochen, mir geht es vor allen Dingen um die praktischen Fragen. So, wie hängen Selbstzweifel und Selbstwert zusammen? Wie beeinflussen die Aspekte des Selbst das Verhalten? Das ist am Anfang sehr wichtig, weil Selbstzweifel und Selbstwert gerade bei hochsensiblen Menschen, bei hochsensitiven Menschen und bei hochbegabten Menschen extrem stark ausgeprägt sind. Ich würde fast sagen, die allermeisten Menschen, mit denen ich zumindest zu tun habe, haben diesen Selbstzweifel richtig eingeprägt in die Seele. Es ist aber auch kein Wunder, wer als eben außergewöhnlicher Mensch auf die Welt kommt und in einer Umgebung groß wird, die definitiv nicht für außergewöhnliche Menschen gemacht wurde. Also für die Sensiblen, für die Begabten, für die Talentierten, für die Neugierigen, für die Interessierten, für die Komplexen, für die Schwierigen, für die Anspruchsvollen. Das ist dann immer eine Sache, wo man sagen muss, klar, da ist das etwas schwierig. Wenn du in einer Familie groß wirst, wo es sehr viele ähnlich gestrickte Menschen gibt, kriegst du weniger häufig eins aufs Dach. Wenn du in der Familie groß wirst, wo das Andersartige bekämpft wird, wo du in der Familie schon als kleines Kind womöglich Mobbing erlebst, ist es besonders schwierig. Spätestens dann aber, wenn es in Kindergarten und Grundschule geht, na, dann wird es schon mal schwierig für viele außergewöhnliche Menschen. Was macht das bei sehr sensiblen, sehr begabten Menschen, die ein sehr schnelles Gehirn haben, die sehr schnell, sehr intensiv reflektieren, also Dinge hinterfragen, überlegen, sich Gedanken machen, nicht einfach alles hinnehmen, nicht nur still konsumieren. Sie denken zuerst, sie haben was verkehrt gemacht oder sie haben ein Defizit. Oder es ist irgendwas zu wenig an ihnen. Und dann geht der Selbstzweifel los und der Selbstwert immer mehr in den Keller. Das Selbstvertrauen immer mehr in den Keller. Das Selbstbewusstsein immer mehr in den Keller. So, das mag sich jetzt frustrierend anhören, ist es aber nicht wirklich, weil es muss nicht so bleiben. Wartet mal, jetzt kriege ich das hier nicht. Mal gucken, wie ich das hier hinkriege. Das Ding macht, was es will. Okay, ich klicke nochmal drauf. Nur für euch schon mal zur Information, wenn euch jetzt hier diese Präsentation interessiert, ihr könnt sie downloaden. Das funktioniert hier nicht so, wie ich das will. Da ist aber auch völlig egal. Ich erzähle euch das. Wie gesagt, ihr könnt es downloaden. Das heißt, unten unter Dokumente ist so ein kleiner Reiter bei EduDip. Da ist es als PDF-Datei abgespeichert unter dem Thema Selbstwert. Ich erzähle es euch einfach so. Ein wichtiger Faktor ist natürlich zu wissen und nicht nur zu glauben und zu hoffen, zu wissen, dass Selbstwert auch später wieder entwickelbar ist. Du kannst wieder Selbstwert, also ein hohes Selbstwertbewusstsein entwickeln. Es ist nicht notwendig, dass du dafür Anerkennung von außen bekommst. Es ist auch nicht notwendig, dass du eine familiäre Stütze hast. Es ist nicht notwendig, dass du von außen Bestätigung bekommst. Wirklich stabiler Selbstwert wächst aus dir selbst. Und bei dieser Selbstwertfrage geht es natürlich sehr häufig um Lebensqualität. Weil je mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen du hast, umso höher ist die Lebensqualität. Dann wächst automatisch auch, jetzt komme ich noch mit einem Wort für euch, die Selbstwirksamkeitserwartung. Selbstwirksamkeitserwartung als etwas, was für die Menschen ein großer Faktor ist, dass sie wissen, sie haben die Möglichkeit, etwas zu bewegen, etwas zu verändern in ihrem Leben. Sie haben Einfluss darauf. Sie sind nicht Opfer, sie sind auch nicht ausgeliefert, sondern tatsächlich Regisseur ihres Lebens. Echt Regisseur ihres Lebens. Das geht tatsächlich. Und darüber möchte ich euch was sagen. Ein wichtiger Punkt hierbei ist, den Ansatzpunkt zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass es ums Können sich dreht. Es geht nicht ums Können. Es geht auch nicht ums Dürfen. Da ist niemand, der es dir verbietet.
etwas zu sein, etwas zu werden, etwas zu leben, was deinen inneren Potenzialen entspricht. Es geht als allererstes um ein anderes von diesen wunderschönen Wörtern. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. So, ich roll jetzt mit dem Nudelholz, ne, und den roten Teppich aus. Ja. Und das mache ich immer dann, ihr kennt das schon, wenn ihr schon öfters in meinen Webinaren wart, wenn das, was gleich kommt, besonders wichtig ist. Besonders wichtig ist das Wort, was jetzt kommt. Nämlich, es geht um euer Wollen. Ja, nicht können, nicht dürfen, sondern wollen, können kann erworben werden. Jede Form von können kann erworben werden. Das sind Fertigkeiten, das sind Fähigkeiten, das ist Wissen, das ist Information, das ist Überschreiben von alten Mustern. Das kann alles verändert werden. Alles. Wissen wir heute über die Neuroplastizität im Gehirn. Das Gehirn kann jedes neue Verhalten wirklich durch Üben, Üben und Üben wiederholen, wieder neu ausprägen und immer wieder verbessern. Das Dürfen ist bei erwachsenen Menschen auch eine Sache, wie gesagt, da ist niemand, der etwas verbietet. Es geht eindeutig ums Können. Um etwas zu können, braucht es eine kleine Vorstufe. Diese Vorstufe ist für viele hochsensible und hochbegabte Menschen nicht sehr leicht. Ich mache es nicht besonders spannend an der Stelle. Ihr wisst sofort, was ich meine. Es geht um das Entscheiden. Wenn du etwas entscheidest, nämlich etwas können zu wollen, wirklich zu wollen. Entscheidung heißt ja immer, daher, es kommt aus dem Wort Scheide, ein Scheideweg, daher kennen wir das auch. Ursprünglich zog man das Schwert aus der Scheide, ne? Ihr wisst, um zu töten, wenn also eine wichtige Entscheidung anstand. Daher kommt das. Wenn du also weißt, da gibt es Wege, die auseinandergehen und du musst dich entscheiden und du willst dich entscheiden, dann heißt es automatisch, dass du für irgendeine Alternative kein Ja hast, sondern Nein sagen musst. Und diese Qual der Wahl ist für manche Menschen nicht so einfach zu ertragen. Und diese Schwierigkeit ist etwas, die man auch einüben kann. Auch Entscheidungsschwierigkeiten kann man verhindern. Und es geht darum, dass wir erkennen, dass es dafür notwendig ist, aus der Komfortzone rauszugehen. Ja. Wir müssen wirklich vertrauen, dass das, was in uns ist, gelebt wird. Dass wir nicht eine leere Hülle sind und irgendwelche Ansammlungen von Zellen, die Organe bilden, die dann diesen Körper durch die Gegend bewegen und unser Gehirn zum Funktionieren bringen, sondern dass da wirklich noch mehr ist. Und wenn das nicht so wäre, würden nicht so viele Menschen Sehnsucht haben nach wirklicher, intensiver Realisierung ihres eigenen inneren Potenzials. Ich muss mal eben ein Stückchen trinken. Ah ja, Moni, danke, dass du das schreibst. Ich wollte euch jetzt kurz was erzählen. Ihr werdet nachher die Möglichkeit zum Fragen haben. Wir sind noch gut in der Zeit. Lasst mich noch 10 Minuten um zwei wichtige Punkte reden. Ich lasse es dann auch mit der Theorie und dann komme ich gleich auf eure Fragen, okay? Merkt sie euch, ich kann aber auch zurückscrollen. Wie gesagt, ja, Aufzeichnung. Mhm. Gut, weiter im Text. So, die Komfortzone. Die Komfortzone, an der Stelle würde ich euch so wahnsinnig gerne mal dieses eine Bild zeigen. Aber wie gesagt, schaut es euch in der Dokumentation an. Es sind 3 Kreise. Im mittleren Kreis steht drin Komfortzone. Das ist der Kreis, wo alles bekannt ist. Das ist der, wo alles so vertraut ist. Das ist der, wo alles gewohnt ist. Das ist der, wo wir auch sagen, das kann es doch nicht gewesen sein und irgendwas muss doch noch kommen und eigentlich ist es langweilig und ich hätte so gern noch mehr. So, das ist die Komfortzone. Das ist die, wo wir wirklich sagen, ich will aber da auch mal raus, weil das Leben ist wie eingeschlafene Füße. Wer immer nur auf diesem Plüschsofa der Komfortzone sitzt, Händchen halten mit jemandem, der auch auf der Komfortzone sitzt und man legt auch dann mit der Zeit irgend so Speckröllchen zu und bewegt sich nicht mehr. Ja, das frustriert auf Dauer, gerade bei diesen sensiblen Menschen. Könnt ihr mich hören? Warte mal. Ah, jetzt da, ich bin weg, bin ich da. Also was nun? Ihr könnt mich hören. Gebt mal bitte kurz alle Feedback. Ich habe den Eindruck,
Aha, okay, ja, super, okay. Dann war ich mal kurz weg. Es kann sein, ihr Lieben, dass das gar nichts mit meiner Sendeanlage hier zu tun hat, sondern unterwegs, auf dem Weg zu euch ab und zu mal so ein kleines Ruckeln ist und dann, ja. Komfortzone, ich komme drauf zurück. Also ihr sitzt gemeinsam auf der Komfortzone, legt Speckröllchen zu und wollt da raus, weil irgendetwas in euch sagt, ich will aber her. Und dann kommt, und das ist eben das, worüber wir heute reden, das Selbstwertgefühl. Sagt, oh nee, kann ich doch nicht, das schaffe ich nicht, das habe ich noch nie gekonnt, ich habe keine Vorbilder dafür, ich weiß nicht, wie es geht, ich traue mich nicht. Was sagen denn die anderen dazu? Ja, ihr kennt diese Sätze, die wir uns alle selber sagen. Und jetzt reden wir nochmal von den Kreisen, da in der Mitte die Komfortzone, das dicke, fette Teil. Ja. Der nächste Kreis ist die Lernzone. Die Lernzone. Und der äußere Kreis, das sage ich euch gleich, ist die Panikzone. Das ist die, wo es weh tut, wo du sagst, nein, das will ich nicht. Da habe ich nicht nur ein bisschen Angst, da habe ich tierischen Schiss. So, die Lernzone ist die, um die wir heute reden. Die Lernzone ist die, wo Veränderung geschieht. Die Lernzone ist die, wo Selbstvertrauen wächst. Die Lernzone ist der Bereich, wo der Selbstwert steigt, wo das Selbstbewusstsein groß wird. Weil man begibt sich raus und denkt an die Kreise. Ne? Stellt euch das Bild der Kreise vor. Wir haben diese Kreise. Und wenn du in der Mitte bist, passiert nichts, dann kommen diese Kreise. Und da, wo es spannend ist, in dem Bereich, da könnt ihr dann tatsächlich spielen. So, da seht ihr es. Ne? Da, wo der Pfeil ist. Diese Zone, die könnt ihr ausdehnen, die könnt ihr besuchen, die könnt ihr neugierig erkunden. Und ihr fangt natürlich, wenn ihr anfangt, aus dieser Komfortzone rauszugehen, nicht damit an, dass ihr kopfüber in die Lernzone springt und gleich an der Kante Panikzone ankommt, sondern ihr geht da vorsichtig raus. Ihr geht da ganz langsam raus. Ihr lasst euch Zeit dafür, damit die Seele nachkommt, damit das Gefühl nachkommt, damit der Verstand genügend Futter kriegt und auf einmal merkt, ist ja nicht so schlimm, wie ich es mir ausgemalt habe. Und es tut ja gar nicht weh. Und, habe ich ja nicht gedacht. Oh ja, komm, das probieren wir nochmal. Kinder machen das so, Kinder lernen so. Kinder probieren aus. Wenn Kinder das nicht haben würden mit diesem Wunsch aus der Komfortzone raus, dann würden wir nie anfangen, laufen zu lernen. Würden wir nie anfangen, sprechen zu lernen. Na, das ist das immer wieder auf den Hintern hinfallen. Und das ist das Nächste, was in der Lernzone passiert. Auf den Hintern fallen. Anecken. Mal sagen, ups, das war jetzt noch nicht so das Richtige. Da passiert auch Fehler machen. Aber aus Fehlern entsteht eine Kultur des Versuchens, eine Kultur des Könnens und Erlebens, was geht, ja. Thomas Alva Edison, der wurde gefragt, wie er 3000 Versuche machen konnte, um unseren kleinen Wolframfaden für die Glühbirne zu finden, sonst würden wir immer noch im Dunkeln sitzen. Der sagte nicht, ich bin 3000 Mal gescheitert, bis ich beim 3001. Mal die richtige Kombination gefunden habe, dass es funktioniert hat, sondern er hat 3000 Mal gelernt, wie es besser ma zu machen ist, weil er Fehler gemacht hat. Ja, also er hat 3000 Mal einen Hinweis bekommen, du kannst es besser. Er hat 3000 Mal gelernt, okay, das war es noch nicht, also weiter. Na, also das hat noch lange nichts mit Scheitern zu tun. Das ist auch etwas, je mehr du versuchst und merkst, der Fehler ist jetzt passiert, aber auch davon ist die Welt nicht untergegangen. Das gibt Selbstvertrauen, das gibt Selbstbewusstsein. So, das heißt, spielerisch in der Lernzone, raus und wieder zurück aufs Sofa, wieder zurück in die Komfortzone, natürlich. Ne, das ist ein Jojo. So, und dann merkt ihr, dass die Lernzone größer wird. Die wird breiter. Das ist nicht mehr so ein kleines Kringelchen. Und die Panikzone schiebt sich immer weiter raus. Ja, die wird auch immer weiter gedehnt. So, das heißt, du dehnst dich aus in diesem Lernen und wirst größer. Und was wird größer? Dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwert. Du merkst auf einmal, dass du kannst, weil du wolltest und dir erlaubt hast zu dürfen. Ne? Du kannst, weil du wolltest
und dir erlaubt hast zu dürfen. Und dann triffst du Entscheidungen und merkst, na, die Entscheidung war jetzt doch noch nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann änderst du, was zu ändern ist, und nimmst die nächste Variante. Alles ist variantenreich. Alles gibt Möglichkeiten, was man da erleben kann. Das heißt, raus von dem, was bekannt ist, in das Lernen hineingehen. Nun haben wir die Tendenz des Ängstlichen. Das ist nämlich gerade bei hochsensiblen und hochbegabten Menschen, die immer wieder eins aufs Dach gekriegt haben, wie ich es vorhin genannt habe, sehr häufig der Fall. Die wollen wieder immer von der Panikzone zurück in die Komfortzone. Die gehen also ganz schnell wieder zurück. Und die Tendenz des Mutigen ist, aus der Komfortzone in die Lernzone und immer weiter zu gehen, um diese Panikzone zu vergrößern. Und das lässt sich verändern, wenn du zu den Ängstlichen gehörst oder gehört hast bisher, kann sich das verändern und du wirst lernen durch Erfahrung, ne? Eine einfache Frage der Erfahrung, diese Zone zu vergrößern. Das heißt, du lernst mit diesen Emotionen umzugehen. Das sind die Emotionen, die du hast, diese Ängste, die Sorgen, die was kann alles schiefgehen, merkst, oh, alles nicht so schlimm. Dein Verstand merkt auf einmal dadurch, zweite Ebene, dass er Ressourcen hat, auf die er zurückgreifen kann. Nämlich die Selbstreflexion, dann auch eine realistische Selbstbewertung. Die Selbstbewertung verändert sich. Überleg mal ganz kurz, wie wahr das ist, wenn ich sage, die schlimmsten Feinde und die schlimmsten Kritiker für euer eigenes Sein seid ihr selbst. Das ist nicht nur bewerten, das ist auch abwerten. Und wenn der Verstand merkt, durch die Erfahrung in der Lernzone, ist gar nicht so schlimm, und merkt, er hat auch Problemlösungskompetenz, wie das so schön heißt, ja, dann hat der Futter und sagt, okay, können wir auch weitermachen. Also diese wichtigen Aspekte in diesem Bereich. Was sagt die Zeit? Sind wir immer noch gut drin? Jetzt gibt es leider etwas, was ich glaube, euch nicht so gefallen wird. Weil es den meisten Menschen nicht gefällt. Weil es auch mir nicht immer gefällt. Weil es jedem nicht immer gefällt. Es ist wieder so ein Wort. Ja, ihr merkt schon, ich hole wieder das Nudelholz raus und den roten Teppich. Ja, und dann wird es ausgerollt. Damit ihr gleich, wenn es daherkommt, sofort sagt, aha, ja. Es ist nämlich ein wichtiges Wort, ein total wichtiges Wort, aber keiner mag es so richtig. Es hat auch so eine kleine negative Geschichte in Deutschland. Selbstdisziplin. Disziplin hat immer was von Züchtigen, nur von Anspruch erfüllen und so weiter. Nee, ich meine Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist erforderlich, wenn du merkst, ich sitze auf dem Sofa und es ist gerade wieder so bequem. Ach, und es wäre doch so schön, wenn das alles so bleiben könnte. Und warum soll ich mich denn jetzt schon wieder bewegen, ja? So, und dann gibt es aber irgendetwas in dir hinten drin, das hoffentlich ein paar Mal die Erfahrung gemacht hat, das war gut, was ich getan habe, als ich da raus bin in die Lernzone. Meine Neugierde war befriedigt. Meine Sensibilität hat gelernt, mit dieser Tendenz des Ängstlichen umzugehen. Ich habe verstanden, dass ich da viel Freude habe, viel Freude und Spaß. Lernen macht Spaß. Sonst hätten wir Menschen uns nicht so entwickelt. Ja? Dann wird die Selbstdisziplin dazu führen, dass du sagst, pass auf, wollen wir das nicht vertiefen? Wollen wir davon nicht mehr haben? Eins steht fest, mit dem Schweinehund, ihr wisst schon, ne? Der Schweinehund nennt ihn, gibt ihm einen Namen, ja, ganz wichtig, komme ich gleich nochmal drauf. Der Schweinehund versucht euch immer wieder aufs Sofa zu zerren. Wer von euch hat Hunde? Ich hatte zwei Hunde, jetzt habe ich sie nicht mehr, aber die zwei Hunde, die waren tatsächlich solche, oh, das war das Schönste. Anne geht aufs Sofa, hat ein Buch in der Hand, hat die Brille auf der Nase, ja. Und dann kommt einer rechts und einer links. Oder ich lege mich hin mit der ganzen Schoße und dann habe ich einen auf dem oberen Bein und den anderen auf dem Unterschenkel liegen. Ja, glaubt ihr nur ja nicht, dass die was davon gehalten haben, wenn ich mich bewegen wollte? Nein, noch schlimmer, wenn es geregnet hat. Da konnte die Blase noch so voll sein, die wollten nicht runter vom Sofa. Spaziergehen war da nicht, ja. So, auch die hatten den Schweinehund, ja. Und die hatten dann so etwas wie, ach komm, lass uns mal bleiben. Das heißt, Schweinehund, wie gehen wir denn mit dem um? Der ist da und der bleibt da, macht euch da keine Illusion, auch wenn es noch so viele tolle Schweinehund-Trainings gibt. Er wird bleiben.
Er ist auch notwendig, weil wir brauchen Relaxphasen. Wir brauchen Phasen, wo wir uns erholen können. Wir brauchen Rückzugsmöglichkeiten. Wir brauchen nach einer Lernphase Regeneration. Brauchen alle Menschen. So, und der Schweinehund, der macht eigentlich nur immer zu viel. Und jetzt ist es so, dass du lernen kannst, mit dem einen Pakt zu schließen. Hilfreich ist, verabrede dich mit deinem Schweinehund. Du gehst da, hier steht ein Sofa, setze ich mich hin und sage, so Schweinehund, was willst du denn jetzt? Und es ist hilfreich, gebt dem Schweinehund einen Namen. Fritz, Egon, Bertha. Männlich oder weiblich, müsst ihr erstmal entscheiden. Meiner ist männlich, interessanterweise. Das ist ein richtig breiter, fauler Bruno. Manchmal ist er auch ein Benno. Das ist schon so ein bisschen Hugo. Ja, ihr wisst schon. Ja? Also gebt ihm einen Namen. Gebt ihm einen Platz. Was machen wir mit einem Hund? Er hat einen Platz ins Körbchen. Ne? Ab ins Körbchen, ab in die Hundehütte, ab auf die Decke. Einfach damit er nicht den Raum im Leben einnimmt, der euch einengt. Der muss auch mal gehen, wenn er raus muss. Er darf nicht, bei mir durften Hunde nicht in die Küche und nicht ins Bad. So, sonst durften sie überall hin. Aber raus. So, und das macht ihr mit dem Schweinehund auch. Und wenn der Schweinehund sagt, ach komm, es war so schön und lass uns mal wieder faul bleiben. Nee. So, jetzt überlegt mal, was passiert, wenn du das 3, 4, 5, 6 Mal geschafft hast mit deinem Schweinehund. Egal wie er heißt, ihn in seine Schranken zu weisen. Er ist in sein Körbchen gegangen. Und du hast wieder die Lernzone betreten. Was passiert? Logisch, völlig klar. Das Selbstvertrauen wächst. Das Selbstbewusstsein wächst. Es wird wie so ein Pflänzchen sein, wo ihr Dünger drauf gebt und Luft und Sonne dran lässt und Wärme. Und so wächst diese Pflanze nach und nach. Das geht nicht von heute auf morgen. Thema Selbstdisziplin. Es geht durch Wiederholung. Ständige und permanente Wiederholung. So lernen wir alles. Egal was es ist. Durch ständige, permanente Wiederholung. Ihr wisst es, wer von euch schwimmen gelernt hat, wer von euch Radfahren gelernt hat, wer von euch eine Fremdsprache kann. Es passiert alles durch Wiederholung. Üben, üben, üben. Und so ist es auch mit allen Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung. Ob das Menschen ist, die gegen ihren Stress angehen wollen und meditieren lernen wollen. Ich sage mal, wenn ein Klient zu mir kommt und sagt, nach 3 Wochen üben, boah, Meditation ist nichts für mich. Ich sage immer, wie oft hast du es gemacht? Ja, 3 Wochen. Ja, wie oft in der Woche? Also 2, 3 Mal habe ich es schon hingekriegt. Wie lang? Ja, ich wollte das dann immer eine Stunde machen. Und das habe ich aber nicht geschafft. Und dann habe ich gedacht, ach komm, lass es bleiben. So, Meditation, nur als kleines Beispiel an der Stelle. Nehmt 3 Minuten und das täglich. Das reicht erstmal. Aus 3 Minuten werden 5. Aus 5 Minuten werden 10. Aus 10, 15 und eine halbe Stunde. Das ist Lernen. Wir fangen doch nicht an, mit einem doppelt eingesprungenen Rittberger auf der Eisbahn Schlittschuh laufen zu lernen. Ne? Wir haben da erstmal unseren Pinguin und halten uns an dem Teil fest, um geradeaus gehen zu können, nicht immer auf die Nase zu fallen. So ist es mit allem Lernen. Und jetzt zurück zu dieser Bremse der Eingebauten. Das ist ja nicht nur der Schweinehund, der faule Sack, sondern es ist ja auch dieser fiese Kritiker, ne? Der fiese innere Kritiker. Der dich runtermacht, der sagt, das schaffst du nicht, der sagt, komm, ist zu groß, der sagt, ach, da habe ich, wie gesagt, keine Vorbilder. Ja? Auch dem gebt einen Namen, freundet euch mit ihm an und sagt, jetzt halt mal die Klappe, ich werde es dir beweisen. Und was der Kritiker jetzt schon 2-mal gesagt hat, zumindest in diesem Webinar, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, nämlich sucht euch bitte Vorbilder. Ja, sucht euch Vorbilder für das, wo ihr hin wollt. Es ist vollkommen egal, was es ist, vollkommen. Wenn es jetzt um das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstbewusstsein geht, auch Selbstdisziplin, die Selbstthemen eben, sucht euch Menschen, die dort sind, wo ihr hinwollt, die das schon erreicht haben, wo ihr hinwollt, die das schon können, wo ihr hinwollt. Und dann orientiert euch an denen. Wenn ihr großes Glück habt, dann sind die da in eurer Umgebung. Und ihr könnt sie einfach fragen, wie hast du das gemacht? War das schon immer so? Ich schwör's euch,
Bei mir war es nicht so. Monika ist ja nicht nur meine herzallerliebste Assistentin, sie ist ja auch meine herzallerliebste ältere Schwester. Die kennt mich noch ganz schüchtern. Die kennt mich ganz zurückhaltend. Große Klappe, wenn ich irgendwie so, ich tue jetzt mal so, ne, das kennt sie. Aber dass da irgendwas dahinter war, was ich nicht getraut hat, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und, ja, Leute, ehrlich, ich war wirklich schüchtern ist vielleicht falsch, ich war auf jeden Fall sehr introvertiert. Und die Vorstellung, ein Mikrofon hier vor der Nase zu haben und vor einer Kamera zu sitzen, das hätte mir vor 10 Jahren Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Vor 10 Jahren vielleicht nicht, aber vor 15, 20 Jahren, ja. Das war auch ein Lernprozess, das habe ich auch nicht gekonnt. Wir können aber alles, und jetzt kommt's wieder, Leute, ich hatte das erste Nudelholz, roter Teppich, das erste Wort schon einmal. Das kommt immer dann, wenn wir wollen, jawohl, genau. Ich habe schon gesehen, ein paar von euch haben es kapiert. Sehr schön, genau. Genau, also es ist wirklich, es ist das Wollen. Wenn du willst, ach Leute, wer will, der kann Berge versetzen, wirklich. Und ich kann nicht, heißt in den allermeisten Fällen, ich will nicht. Wegen, genau, Komfortzone, Sofa, bequem, Schweinehündchen, kuscheln, ja, alles so süß. Wer will, findet immer einen Weg, ehrlich. Ich kenne es wirklich von sehr, sehr vielen Menschen, die ich in den letzten 28 Jahren beraten habe, begleitet habe, gecoacht habe, in Seminaren, in Einzelsitzungen. Wenn sie wollten, haben sie es erreicht. Dann gibt es ein paar Lebensfaktoren, die dazu führen, dass das Wollen sehr deutlich, sehr, sehr deutlich unterstützt wird. Nämlich, wenn sie keine Alternative dazu haben. Ja. Hört sich saublöd an. Ich sage immer das Thema Erfolg, beruflicher Erfolg, ist ganz einfach. Ich bilde ja auch Coaches aus. Und bei Coaches, die ich ausgebildet habe, habe ich eine Regel festgestellt. Die ist ganz einfach. Wer Erfolg haben muss, weil er sich keine Hintertürchen offen gelassen hat, weil er sagt, ich will aber, ich muss, weil ich habe jetzt nicht das fette Bankkonto und ich habe auch nicht einen Ehemann, der mir meinen Lebensunterhalt, meine Coachingpraxis und all das finanziert. Ich habe auch kein Erbe, auf das ich zurückgreifen kann. Ich muss erfolgreich sein. Was glaubt ihr, was die können? Was glaubt ihr, wie die erfolgreich werden? Bei Menschen, die Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwert brauchen, wirklich brauchen, und dann sagen, ich will aber, weil ich brauche, ich muss. Ich will meine Liebste erobern, ich bin aber so schüchtern. Oder meinen Liebsten. Habe ich gehabt tatsächlich als Klient. So süß, wirklich. So süß. Wegen Schüchternheit und mangelndem Selbstvertrauen. Sich einen Coach nehmen und sagen, ich will es lernen. Wie kriege ich es hin? Ich will, dass du mit mir übst. Ich will mit dir Rollenspiele machen. Ich will lernen, wie man das machen kann. Eine super Motivation. Die zweite tolle Motivation war, du brauchst es im Job. Ja, du musst Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein haben, um zum Beispiel Präsentationen machen zu können, um Teammeetings halten zu können, um auf einer Messe oder einem Kongress nicht wie so ein Häufchen Elend in der Ecke zu stehen, so wie ich früher, und dich an einer Kaffeetasse festzuhalten, ja, auch wieder mit Schweißperlen auf der Stirn oder so, ja. So, das kannst du lernen. Wer will, kann. Okay. So, bei den Vorbildern bin ich ganz kurz abgeschweift. Ich mache das noch fertig mit den Vorbildern, dann komme ich schon noch, ne, zu den Fragen. Wer keine Vorbilder hat in der Umgebung, die er fragen kann, dann fangt an, YouTube, Google und Bibliotheken, auch dazu gibt es wirklich Bücher, nämlich Biografien zu besuchen. Sucht euch Menschen, die Vorbilder sind, die in Biografien, in Autobiografien erkennbar das erreicht haben, wo ihr sagt, boah, starker Mensch, starke Frau. Ich sage für mich nur Luise Rinser, Maxi Wander, Simone de Beauvoir, Nike de Saint-Phal. Ach, und ich könnte so weitermachen. Die habe ich gefressen. Die habe ich gefressen, inhaliert. Ich habe sie mehrfach gelesen, wo ich dachte, boah, toll. Die wissen, wie es irgendwie geht, so als Frau zu leben, dass du dich nicht einschränkst und in Demut gebeugt und 3 Schritte hinter ihm, irgendeinem in weiblicher Bescheidenheit, dein Dasein fristest. Ja, das wollte ich nicht. Also habe ich diese Frauen gelesen und das schon sehr früh, Anfang 20. So, das hilft uns weiter. Das hilft uns wirklich weiter.
So, Menschen, die da sind, Leute, die da sind. Und ich sage es euch wirklich, es gibt Coaches, es gibt Trainer, es gibt Beratungen, es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt, was gibt es noch, Volkshochschulkurse, Bildungswerke für kleines Geld. Muss alles nicht teuer sein, ja. Wo ihr, wenn ihr wollt, an diesen Themen für euch arbeiten könnt. Okay? Und ich weiß ganz sicher, dass all die zig Leute, die da jetzt im Webinar sind, dass ihr wollt, sonst wärt ihr nicht hier. Okay? Die wichtigsten Punkte habe ich euch jetzt genannt. Das sind wirklich die allerwichtigsten. Das Wollen. Die Entscheidung treffen. Wollen, Entscheidung treffen. Aus der Komfortzone raus. In die Lernzone rein und die ausdehnen. Vor der Panikzone Halt machen. Ne? Nicht gleich übertreiben. Die ausdehnen wie ein Jojo. Sechs. Schweinehund. Anfreunden mit dem Schweinehund. Gib ihm einen Namen. Schick ihn aufs Plätzchen. Wenn er will, dann darf er wieder aufs Sofa. Alles zu seiner Zeit. Das gleiche mit dem inneren Kritiker. Innere Kritiker, anfreunden, sagen, pass mal auf, jetzt nicht. Und Vorbilder. Ja, ich glaube, ich habe das Wesentliche. Jetzt gucke ich nach euren Fragen. So. Mal gucken. Ich muss hier mal kurz vorscrollen. Ich gehe nochmal an Anfang. Da-dam, da-dam, da-dam. Moni, ganz lieb. Moni hat einen Link schon gepostet, ziemlich am Anfang, mit allgemeinen Informationen, die ich in den Webinaren immer wieder nenne. Schaut euch das mal an, das sind allgemeine Webinar-Informationen mit einer Sammlung von Links, weil ich mich sonst immer wiederhole und die Moni immer alles wieder sammeln muss und immer wieder reintut. Das heißt, ihr könnt da ganz einfach nachgucken. So, ist das eine Frage? Ich habe meinen Selbstwert erarbeitet. Wachse stetig daran, jawohl, danke, gratuliere und freue mich, wie ich mich entwickle. Aber als Hochbegabte ohne Schulabschlüsse werde ich beruflich ausgelacht. Ich bekomme keine Chance in unserem Bürokratenland Deutschland. Willkommen, Schwester. So, ich habe keine Universität je von innen gesehen, bis ich angefangen habe, dort Vorträge zu halten. Ich bin vorm Abitur von der Schule abgegangen, weil ich gedacht habe, scheiß Schule, was soll das alles? Damit hab ich zwar den, wie heißt das, Fachhochschulabschluss, aber auch nicht so, also ich habe keine Prüfung abgelegt oder sowas. Ja. Sinn hat mich nicht interessiert. Ja, und das heißt noch lange nicht, dass aus dir nichts werden kann. Du bist dann nur vielleicht in einem beruflichen Umfeld, was noch nicht geeignet ist für dich. Hochbegabt, ein Patchwork-Lebensweg. Nennt sich heute ein Portfolioarbeiter sehr häufig und unter Umständen in einer Firma, die für dich einfach noch nicht offen genug ist. Die sagt, pass mal auf, ich will in meiner Personalabteilung nur diese glatt gebügelten Lebensläufe. Such dir eine andere Umgebung, such dir andere Alternativen, das heißt nicht, dass es so bleiben muss, okay? Um Firmen zu bewegen, mich authentischer zu akzeptieren, mir eine Chance einzuholen. Wichtig ist, an deinem Lebenslauf zu arbeiten und Einwandvorwegnahme zu betreiben. Merkt ihr das Wort? Einwandvorwegnahme zu betreiben. Ich wiederhole die Frage nochmal kurz. Was kann ich tun, um Firmen zu bewegen, mich authentischer zu akzeptieren und mir eine Chance einzuräumen? Mach also deine Bewerbungsunterlagen so, dass du die Einwände, die der Personalchef in jedem Fall haben wird, vorweg erklärst. Einwand Vorwegnahme. Dass der nur noch da sitzt und nickt, ach so, alles klar, ja, verstehe ich, ja, super. Ne? Ich habe mal einen sehr schönen Lebenslauf gesehen, da hatte die Frau immer reingeschrieben, Wechselgrund, also wenn die alle Vierteljahr, nee, nicht Vierteljahr war es nicht, aber alle halbe Jahr oder ein Jahr oder dann mal nur 2 Jahre bei einer Firma war, dann hat die reingeschrieben, was die Wechselmotivation. Wechselmotivation, Doppelpunkt, kam dann immer als Übergang vor dem nächsten Job. Sehr raffiniert gemacht. So, was haben wir noch? Viele Firmen wollen nur jemanden, der was Schriftliches vorlegen kann, aber das sagt doch nicht, dass ich alles sein. Nö, dann mach dir eine Arbeitsmappe, egal was du tust. Ne? Das nennt sich übrigens Portfolioarbeiter. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob ich dazu schon einen Blogartikel geschrieben habe. Ich bin aber sicher, dass ich es, weil ich das Buch gerade redigiert habe, im Scannerbuch ein großes Kapitel davon habe. Und zwar, es kommt leider erst im Mai raus, sorry.
Portfolioarbeiter. Moni, könntest du kurz mal gucken? Ich glaube, ich habe noch keinen Blogbeitrag geschrieben. Könnte ich aber nachholen. Also, ein Portfolio, so wie ein Künstler haben das oft, Grafiker, Leute, die sich an Kunsthochschulen bewerben. Die haben eine Mappe mit ihren Arbeitsproben. So, das heißt, es ist genau das Gleiche, was du machst, ne? Du sammelst alle deine Fähigkeiten und deine Fertigkeiten, die du hast, und legst Beweise bei, also Textproben, Arbeitsproben, Projektproben bei, was weiß ich, Architekten, was fällt mir noch ein, machst du Baupläne rein und sowas alles, ja? Also sammeln. So, Frage, sehr spannende Frage, sehr gut. Danke, die Anmerkung ist klasse, Birgit. Ich finde, wenn man sich so ein Vorbild sucht, dass da die Gefahr besteht, dass man dann genauso werden will wie das Vorbild und nicht mehr man selbst ist. Völlig richtig. Also ganz wichtig, man soll und muss authentisch und glaubwürdig bleiben. Ein Vorbild zu haben heißt noch lange nicht es kopieren. Noch lange nicht. Obacht, Großobacht. Ein Vorbild zu haben heißt zu wissen, da ist jemand, der hat das geschafft, und dann zu gucken, wie ist der da hingekommen, ihn auch zu fragen unter Umständen und dann immer wieder zu überprüfen, passt das für mich? Kann ich das? Will ich das? Will, ne, damals wieder, will ich das? Wenn du sagst, nee, das ist es nicht. Also für mich gibt es so ein paar Dinge, wo ich einfach sage, gibt so eine sehr beliebte amerikanische Art des Marketings und des Verkaufens und des Selbstdarstellens und Chaka-Chaka-Schreins. Nee. So, das heißt, es gibt zwar Menschen, die sind an einem Punkt, die haben eine bestimmte Richtung erreicht, aber du hast für dich festgestellt, das ist nicht meine, dann lass es bleiben. Ja? Modifizieren. Also du modifizierst das, was für dich stimmig ist und passt. Okay? Wie kann ich meinen Weg finden, wenn ich zu viele Möglichkeiten und Interessen habe? Das ist eigentlich ein anderes Webinar. Das ist das Webinar Werte und Vision. Weil, damit habe ich die Antwort gegeben, wenn du eine Vision hast, ja, also du kennst deine Bestimmung, deine Lebensaufgabe, deine Berufung, deinen Lebenssinn, und du kennst deine Werte. Also das Lebenssinn, Berufung, das ist das, warum du lebst. Du kennst deine Werte, und zwar die Handlungswerte. Das heißt, wie lebst du? Wie? Was ist dir wirklich wichtig? Das sind die Werte. Dann weißt du auch, was und was tust du. Und wenn du dieses Was und Wie und Warum hast, dann weißt du auch, welche Wege du einschlagen musst, wenn du viele Möglichkeiten hast, weil da musst du dich nämlich entscheiden. Du wirst es auch dann können, weil du weißt, pass auf, dieser Weg passt überhaupt nicht zu meiner Vision. Dieser Weg passt auch nicht, er passt vielleicht von den Werten, also vom Wie, aber nicht zur Vision. Und dieser Weg, der passt ganz genau, weil ich kann dann meine Werte leben und ich kann meine Vision leben. Und schon hast du dein, was soll ich tun? Das sind Entscheidungskriterien. Ja? So, was haben wir noch für Fragen? Ich suche noch Fragen. Schreib ruhig noch weiter, wir haben noch Zeit. Ja, klar, also MRT, sag ich schon. Also klopfen und energetisches Tun und was gibt es noch? Wingwave Coaching und es gibt verschiedene Interventionen, das war die Frage, die unterstützen können, um Ängste und alte Muster aufzulösen, alte Glaubenssätze. Ich kann nur eins sagen, das Allereinfachste und Beste und Wichtigste und Richtigste ist, sie zu überschreiben. Beispiel dafür. Eine Computerfestplatte. Ne? Wir haben da jetzt einen hübschen Computer und der Computer hat eine Software drauf. Und in dieser Software sind Dateien versteckt. Und diese Dateien und die Software heißt negative Glaubensmuster. Ich kann nicht, ich schaffe das nicht, ich will nicht und das hat auch noch keiner getan in der Familie und all diese blöden Sätze. Ne? Und das ist richtig eingebrannt, ja. Und du willst sie löschen.
ist dann wie beim Computer. Ne? Löschen ist übrigens auch eine Winke-Winke oder EFT, Emotional Freedom Technique heißt das, also Klopfen und sowas alles. Das sind, sind Verfahren, die sind wie Löschen. So, was passiert, wenn du auf einer Festplatte vom Computer Dateien löscht? Nummer Delete, ab in Papierkorb und sonst nichts. Ne? Dann kann die jeder, der muss noch nicht mal ein großer Hacker sein, der kann die wiederherstellen. Der kann diese Dateien wieder sichtbar, lesbar machen. Wenn du eine absolute Sicherheit haben möchtest, die totale Sicherheit, dass deine Dateien nicht mehr hergestellt werden können, musst du deine Festplatte überschreiben. Du formatierst sie neu und die Formatierungsprogramme, die es gibt, überschreiben die Festplatte vom Computer 356 Mal mit Nonsens. Und zwar 01011100010100110. Also die Dateien machen keinen Sinn. Diese Nonsens-Dateien überschreiben das alte Programm, die alte Software, den alten Glaubenssatz. Den überschreibst du besser nicht mit Nonsens, sondern mit was Sinnvollem. Das heißt, mit der Bestätigung, ich habe Selbstwert, ich bin etwas wert, ich kann etwas. Okay? Also überschreiben von alten Mustern geht am allerbesten, weil es hält nachhaltig an. Diese Techniken, die sind immer nur eine bestimmte Zeit lang gut. Ich habe noch nicht erlebt, gucken, ob ich wirklich das Wahre sage. Ich bin auch Wingwave Coach, ich weiß also schon, wovon ich spreche, dass das nachhaltig ist, wenn nicht zusätzlich die Überschreibung kommt. Für einen Start in diese Fähigkeit, in die Lernzone zu gehen, sagen wir mal, um es zu überschreiben, ne? Das Überschreiben passiert in der Lernzone, da ist es hilfreich, solche Verfahren anzuwenden. Es geht aber auch ohne. So, noch Fragen, wollte mal gucken. Hast du einen Rat, wie man eine Beziehung, die man laut Gesellschaft nicht abbricht, zu der Herkunftsfamilie einschließlich Mutter abbrechen muss, weil wirklich alles dafür spricht, um frei zu sein? Mich plagen unheimliche Schuldgefühle. Oh, das ist schön. Eine wichtige Frage. Fangen wir hinten an, Schuldgefühle. Schuldgefühle haben eigentlich überhaupt keine Daseinsberechtigung, weil wer hat sie gemacht? Genau, die Kirche. Die katholische Kirche, zuallererst, später gab es dann ja erst die anderen Kirchen, ja, und überhaupt kirchliche Institutionen waren ursprünglich gleichzeitig Politik und die haben ausschließlich was mit Macht zu tun gehabt. Die Kirchen hatten die Macht über Bildung, über Schreiben, über Lesen, die ersten Bibliotheken, das Wissen, die Information, die Rechtsprechung und jetzt kommt noch was, Macht über Besitz, Reichtum, das war alles in der Kirche. So, man hat die Menschen gefügig gemacht, indem man über Schuld gesprochen hat. Und man hat sie dann, hat gesellschaftliche Regeln und Normen aufgestellt. Alles wird mit Schuld gegängelt. Schuld aber, wenn du jetzt mal wirklich, wirklich konsequent bist, jetzt denk mal präzise, ich hoffe, du bist hochbegabt, liebe Birgit, eine der Birgits, gibt es Schuld überhaupt? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Konstrukt? Schuld. Boah, ich könnte jetzt hier meine Kerze umschmeißen, ja. Bin ich schuld, dass die Kerze umgefallen ist? Bin ich schuld, dass die Kerze hier über diesen, den Wachs über den schönen Tisch? Schuld. Schuld. Da fällt die Kerze halt um. Da mache ich halt sauber gut ist. Ja. Schuld. Was soll das? Überleg mal. Ich breite das echt aus, weil das ist ein Konstrukt, zu dem ich überhaupt kein Verhältnis habe. Und wo ich wirklich sage, es ist so überflüssig wie ein Kopf. Das beantwortet deine Frage nicht. Aber zuerst mal hin, gerade unglaubliche Schuldgefühle. Es ist was anderes, was du beschreibst, glaube ich. Da gibt es eine gesellschaftliche Konvention. Und nehmen wir mal an, es wäre die Mutter. Und von der distanziert man sich nicht. Das macht man nicht. Um die kümmert man sich. Die hat uns ja schon geboren. Die hat uns großgezogen. Unter Schmerzen und all sowas. Nee.
Die Mutter hat uns geboren, weil sie einfach Bock hatte, Liebe gemacht hat, verliebt war. Es gab ein Interessensgemenge mit einem anderen Chromosomenträger und daraus ist ein Wesen entstanden, was jetzt Birgit heißt. Radikale Ansicht, ich weiß. Radikale Ansicht. So, gefragt hat sie dich nicht, ob du leben möchtest. Gefragt hat sie dich nicht, ob du auch so großgezogen werden möchtest. Gefragt hat sie dich nicht, ob du einverstanden damit bist, wie die Lebensumstände waren und was dich geprägt hat. So, jetzt bist du ein erwachsener Mensch und jetzt geht es darum, dass du jetzt entscheiden kannst. Es hat dich keiner gefragt, ob du leben willst. Es hat dich keiner gefragt, wie du leben willst. Es hat dich keiner gefragt. Aber jetzt fragst du dich selbst. Das ist genau das, was du beschreibst. Will ich das? Tut mir das gut? Kann ich das? Ertrage ich es? Zieht es mich runter? Und darf ich das? Es gibt niemanden, der es verbieten kann, außer du dir selbst. Ich weiß, dass das radikal ist. Und es wird sicher Leute geben, entweder in der Familie oder im Freundeskreis oder in der Verwandtschaft, die sagen, es geht doch nicht. Ja. Es geht nicht darum, dass du dich rechtfertigen musst. Bitte. Es wird Fragen geben. Je klarer du mit dieser Entscheidung bist, umso wahrscheinlicher ist, dass gar keine Fragen kommen, weil alle wissen, du bist sehr, sehr deutlich mit diesem Willen wieder. Solange du zögerst, sagst, kann ich das machen und darf ich das und so, werden Leute kommen, die an diesem Wollen kratzen, ja, und das in Frage stellen. Und das wird dich verunsichern. Ich frage dich, liebe Birgit, welches Gefühl steckt wirklich dahinter? Welches Gefühl ist da, was da ist, das kann ich doch nicht machen. Gibt es da auch ein Bedauern? Gibt es da eine Wehmut? Gibt es da eine Trauer immer noch? Was steht hinter dem Schuldgefühl? Das ist so der Appell, den ich an dich habe. Hinterfrag das mal. Kann sein, dass da was Spannendes bei rauskommt, okay? So. Bestätigen. Da kommt jetzt eine Frage, die ich nicht verstehe. Da steht, Ich habe seit einem Jahr das Glück, einen Chef zu haben, der auch gleichzeitig als Dozent arbeitet und publiziert. Egal, was ich fachlich will, wissen will, er bringt es mir bei. Ich wachse täglich, bin froh darüber. Sehr gut. Sehr gut, keine Frage, Bestätigung. Super, sehr schön, freut mich. Oh, schön. Sehr schön, Mia schreibt, und was du beschreibst, stimmt auf den Punkt, ich musste erst 47 werden. Das macht gar nichts. Leute, Alter ist überhaupt nicht wichtig. Meine älteste Klientin war tatsächlich 75. Ja, die war 75, hat das Coaching von ihren Kindern geschenkt bekommen, nachdem der Vater gestorben war, den sie 20 Jahre lang zu Tode gepflegt hat. Mit Alzheimer war auch eine schwierige Zeit für sie. Und die hat ihr Leben nochmal auf den Kopf gestellt und hat alles neu gemacht. Ist ausgewandert nach Thailand. Es ist nie zu spät. Mit 47 nach unserer heutigen Lebenserwartung und wenn du auf dich achtest, Mensana in corpore sano, wie der Dichter Juventus gesagt hat. Juventus? Nicht Juventus, das ist Fußballverein. Also, wenn du dich fit hältst, darauf will ich hinaus, ja, dann wirst du noch 40 Jahre leben. Also, es ist überhaupt nicht zu spät, überhaupt nicht, ja. Wir haben noch jede Menge Möglichkeiten und Chancen, ja. Juventus. Okay. Es bringt nichts, wenn ich viel Geld ausgebe für einen Heilpraktiker, der EFT praktiziert. Letzten Sommer hat sie mir geklopft, Selbstvertrauen, was nicht geholfen hat. Jetzt habe ich sehr viel selber an mir gearbeitet. Brauche noch Unterstützung. Ja, das ist super. Du, das ist eine ganz tolle Idee. Mach selbst. Bring dir selbst diese Verfahren bei. Lerne es selbst. Es gibt wunderbare Bücher darüber. Du kannst beim Googlen sehr viel machen. Und dann gibt es diese speziellen Punkte und hier und da und was weiß ich, wo du da klopfst. Ja. Das kannst du alles selber machen. Das gibt dir dann übrigens auch nochmal ein besonderes Selbstvertrauen. Also da würde ich mich auf mich selbst verlassen und auf deine Intuition. Ich glaube nicht, dass du die Frage gestellt hättest, wenn du total überzeugt gewesen wärst, dass dir das jetzt weiterhilft, ja. Ja, ich weiß. Mein Kopf weiß das, aber mein Herz hängt noch an dem alten Muster, ne? Wir sind bei dem, kann man sich von der Mutter distanzieren. Ja, dann ist es
eigentlich schon genau das, was du gesagt hast, was ich vorhin gesagt habe, dass da noch ein Gefühl dahinter steckt. Dann lass dir Zeit, das ist Lernzone. Ja, das ist Lernzone. Lernen, dass das Herz da auch noch eine Wehmut hat und wahrscheinlich eine Trauer, ne? Da ist eine Mutter, die nicht die Mutter ist, die man sich so wünscht. Und wir haben so schöne Hollywood-Filme. Und wir haben so tolle Romane. Und da gibt es so schöne, tolle Mütter, die sich kümmern und fürsorglich sind. Und immer für einen da sind und immer ein Ohr haben. Und die fördern und fordern und liebevoll sind und in den Arm nehmen und dich unterstützen. Ja, und die hast du halt nicht, ne? Und das tut weh. Und das zu akzeptieren, den Schmerz zu akzeptieren, ist der erste Weg. Ja. Den Schmerz akzeptierst du genauso wie den Schweinehund und den Kritiker. Hm, hallo Schmerz, ich weiß, bist da, wirst ein bisschen kleiner. Ne? Ich sehe, du machst gerade eine Diät, du schrumpfst, ja, und dann wird er weniger. Gib ihm Achtsamkeit, schenk ihm Beachtung, kümmere dich um ihn. Ne? Dann geht es dem irgendwann so, dass er sagt, ach, jetzt kann ich auch verschwinden. Ja. Unterstützung für den, ja. Richtig, Moni, hast recht. Man ist nicht, keiner ist dafür da, es anderen recht zu machen, ja, und von allen geliebt zu werden. Everybody's darling is everybody's fool. Ich sage mal, everybody's darling is everybody's Arsch in Deutsch, ja. Es ist tatsächlich dieser Punkt, wenn du es allen recht machen willst, dann sitzt du immer nur zwischen allen Stühlen. Das geht ja gar nicht. Und wer lebt dein Leben? Wer lebt dein Leben? Wer lebt dein Leben? Du? Deine Mutter? Die Nörgler? Die an dir rumkritisieren? Die sagen, das kannst du nicht tun. Nee, nee. Das musst du schon selber machen, ja. Und das Schöne ist, dass du dann irgendwann auch sagst, pass mal auf, ich habe Selbstverantwortung. Wir haben heute die Selbstthemen, ich merke das schon. Selbstverantwortung. Ich habe die Verantwortung für mein Leben, niemand sonst. Also kann auch ich es nur verändern. Ja, sich zu rechtfertigen, richtig, richtig. Viele, die Selbstzweifel haben, versuchen sich dann, wenn sie irgendeine Entscheidung getroffen haben, weil sie gesagt haben, ich will aber, und sie sind noch nicht wirklich sicher, zu rechtfertigen. Und dann erklären sie Dinge und so. Die Leute, die völlig klar sind mit ihrer Entscheidung, die erklären sich nicht. Die machen das einfach, ehrlich. Die machen das. Da wird nicht groß überlegt und getan und erzählt und gesagt und ja, das mache ich weil und das hat den Grund. Nee, die machen. Und interessanterweise, man wundert sich dann manchmal, gibt es wesentlich weniger Nachfragen, als man eigentlich gedacht hat. Die meisten Menschen leben nämlich auch ihr eigenes Leben und es kümmert sie nicht sehr viel, was andere machen. So, haben wir noch eine Frage? Gerne. Wie kommt man aus der Rechtfertigungsspirale raus? Ja, als Scanner rechtfertige ich mich oft. Interessenswechsel, Berufswechsel. Ja, habe ich dir, glaube ich, gerade erklärt damit. Ne? Wenn du eine eigene Unsicherheit noch hast, wenn du noch nicht wirklich völlig klar bist damit, eine richtige Geistesklarheit und das gefühlt, nicht nur hier, ne? Nicht bloß Mindfuck, sondern gefühlt, dein Herz sagt, ja, ich will. Und ich mache und ich tue und du merkst so, da ist in dir so ein ganz großes Ja und du blühst auf. Dann kommst du aus dieser Rechtfertigungsspirale raus, weil du wirst dich nicht mehr so rechtfertigen müssen. Es werden viel weniger Leute an dem Lack kratzen und sagen, das kannst du nicht machen. Was machst du jetzt schon wieder? Meine Güte, statt Yoga wird sie Coach für Hochbegabte. Hallo, wie geht denn das? Ja, das geht. Das geht. Wenn du klar bist, wirst du dich weniger rechtfertigen müssen. Und wenn dich dann jemand fragt, sagst du, weil ich will. Wirklich, weil ich will. Ich habe das Gefühl, es tut mir gut. Ich habe das Gefühl, da ist meine Zukunft. Mir ist klar, da ist das, wo ich hin möchte. Und je deutlicher, selbstbewusster, klarer du es sagst, umso weniger wird es Nachfragen geben oder diese Leute, die dann zweifeln. So. Ein Gänsehaut-Webinar. Auch Dankeschön, das freut mich. Ja, es ist wunderbar, unser Leben. Ja, danke, danke, danke. Tut mir gut. Das tut mir gut. Ah, da haben wir noch eine Frage.
Ja, ihr könnt euch das Webinar natürlich nochmal anschauen. Ne? wenn ich ein paar sprachliche Klopper drin habe, ich lasse das drin, das wird jetzt nicht rausgeschnitten. Juventus, meine Güte. Ich habe es nicht mit Fußball, wirklich nicht, überhaupt nicht. Ist mir so eingefallen. Okay, ja, ihr Lieben, es sind keine weiteren Fragen da, die jetzt auf die Schnelle noch beantworten müssen. Beantwortet werden müssen an dringenden Themen. Ihr seht ja bei EduDeb immer weitere neue Webinar-Themen. Ich muss mal schauen, wann Werte und Visionen dran sind. Es ist ein sehr spannendes Webinar. Schaut euch das in aller Gemütsruhe an. Wenn ihr könnt, meldet euch an dafür. Wenn ihr es nicht könnt, könnt ihr es dann auch später noch bei YouTube anschauen. Viele Dinge könnt ihr vertiefen in Seminaren auch. Wir haben einen Seminarzyklus, der im April losgeht für Hochbegabte, Hochsensible, Vielbegabte mit diesen wunderbaren, spannenden Themen der Selbstwerdung. Immer geht es um Potenzialentfaltung. Immer geht es darum, so zu werden, wie man gemeint ist. Und zwar mit voller Kraft und mit voller Größe und mit viel Freude dabei. Ohne sich jetzt von außen zu begrenzen zu lassen und ja, diese Beschränkung zu erleben. Und das Ganze immer mit viel, viel Freude. Was haben wir noch? Facebook-Gruppen. Ne? Die Links findet ihr auch in dem was die Moni euch geschrieben hat. Es gibt Facebook-Gruppen, wo ihr euch mit Menschen austauschen könnt, um einfach Gleichgesinnte zu treffen, die das kennen, die alle das durchgemacht haben, was ihr auch durchmacht, die Selbstzweifel kennen, den Schweinehund kennen.